Hallo, Marcel Davis, 1 und 1. Es regnet, Fritz, mal wieder. Ja. Und ich war in Sesenji. Okay. Deswegen habe ich hier von der Baker Factory nette, lustige Sachen mitgebracht, die wir verspeisen können, aber das später. Privat. Guck mal, ich habe coolen kleinen Mini-Dosen gefunden. Geil. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, naja, was heißt, es schmeckt. Ich werde das einmal so machen und dann ist es weg. Quasi ein Shot. Worum geht es jetzt hier? Wir haben von Patrick, der den gelben LX7 hat. Ah, ja. Der zur APF-Zeit noch war. Der hat uns ein extrem schweres Versorgungspaket geschickt. Das klingt gut. Der hat mir gestern Abend schon geschrieben, ob denn keiner hier wäre, weil die es zweimal schon versucht haben zuzustellen, aber sonntags ist ja sowieso keiner hier. Ja. Und gestern, das muss irgendwie genau in dem Moment gewesen sein, wo Recycling anstand. Ja, genau. Höchstwahrscheinlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt heute kein Zoom-Garage-Video, sondern fette Fressen ungesundes Video. Das ist ja unser Zweitkanal quasi. Ja, laut den Kommentaren kommt es gut an. Ja, müssen wir uns noch ein Logo ausdenken, das war dann so fette Fressen ungesundes. Aber wir fangen mal mit dem Paket an, weil ich wirklich nicht weiß, was drin ist. Es könnte eventuell sein, dass für unser neues Fahrzeug, ja, wir haben eine Vanette gekauft. Und zwar die von Memo abgekauft, weil der hat jetzt einen Akkord-Kombi mit Vollausstattung. Der hat sogar Massagesitze. Ich wusste gar nicht, dass ein Akkord sowas hat. Ich auch nicht. Also ich bin begeistert, wirklich. Und dann hat er gefragt, weil du wirst ja wahrscheinlich bald das Auto wechseln. Ja. Brauchen wir einen Transporter. Und da hat er gesagt, ihr könnt meinen gerne haben. Ich verkaufe euch den zum Selbstkostenpreis quasi. Und da habe ich nicht lange drüber nachgedacht, weil eine Vanette ist geil. Das und stimmt. Dann haben wir beide beschlossen, da kann man ja so ein paar verbotene Tuning-Sünden dran ausleben. Zum Beispiel Unterbodenbeleuchtung. Genau. Die ich direkt am selben Tag noch bestellt habe. Alter, die ist geil. Mit App-Steuerung und 16 Millionen Farben und hast du nicht gesehen. Und, aber das fühlt sich nicht danach an. Den RGBismus auch noch das ist mein Eistee. Am Auto ausleben. Das ist Eistee? Mein Eistee in der dezenten Größe. Was zum Fick, Alter? Was denn? Ich wusste gar nicht, dass sie das auch in Kanistern verkaufen. Das ist Ami-Größe, tatsächlich. Ja, das kriegst du so auch im Costco zu kaufen. Guck mal, wenn du mal hier genau drauf gehst, das ist richtig ein Arizona-Kanister. Tatsächlich. Leider nur den grünen Tee. Ich meine, der ist lecker. Aber mein Favorit ist halt... Melone? Macht nix. Das wäre das Erste. Du siehst begeistert aus. Höchst begeistert. Jetzt weißt du, was ich mir mal reinhelfe, wenn wir zusammen zocken. Rock and Stone. Rock and Stone forever. Am besten unter der Decke hängen den Kanister, sodass du... Wie in so einer Schlachterei, in so einem Mastbetrieb. Kichererbsen-Chips. Okay. Von Funny Frisch. Die sind neu. Unter Kichererbsen-Chips kann ich mir... Wie? 50% weniger Fett? Was ist denn das für eine Scheiße? Das heißt hier, Fette fressen ungesundes und ich Fette nehmen ab. Nein, Quatsch. Das ist ja der neue Trend auch bei Chips jetzt. Immer, hier steht extra gebacken, nicht frittiert. Mm. Aber Joghurt, Gurken klingt schon mal nicht schlecht. Ja. Wenn man die Augen zukneift, könnte es was Tzatziki sein. Und schon sind wir wieder bei ungesund. Richtig. Das werden wir auf jeden Fall probieren. Kichererbsen-Chips kann ich mir überhaupt nicht so vorstellen. Ich mir auch nicht. Aber Kichererbsen sind an sich lecker. Ich kenne zwar Hummus, also das macht man ja auch aus Kichererbsen. Aber... Macht man das nicht aus Erde? Im Grunde genommen auch, ja. Oha! Teure Lindschokolade. Boah. Cookies and Cream und Strawberry Cheesecake. Donnerwetter. Das klingt gar nicht mal schlecht, ja. Beides nicht, das müssen wir irgendwie am besten hier fressen, denn
Ja. Ja. Ist bloß blöd wegen Memo. Machen wir das. Müssen wir uns mal was einfallen lassen. Auf jeden Fall klingt das beides lecker. Wusste ich gar nicht, dass Linz eine Sorten hat. Ja, doch. Diese auf Jugendliche angesprochen. Genau, fehlt bloß noch irgendwie ein Fortnite-Ding darauf. Hier ist Kleidung drin. Ein gelber X7 ist da drauf. Ich nehme mal an. Das wird doch wohl nicht dein eigener sein. Ich glaube, der hat mich mal irgendwann nach einer Größe gefragt. Ich sag, mach so groß wie möglich, dann kann nichts passieren. Da wusste ja noch keiner, dass du auf so einem Fitness-Trip auf einmal bist, aber... Cool. Kitsune Performance steht hier hinten drauf. Und vorne auch. Dann ist da eine Fuchsdame drauf mit offenem Dekolleté. Und ein gelber X7. Und ich vermute mal, dass es seiner. Also ich gehe einfach mal davon aus. Sieht sehr gut aus. Ja, gefällt mir auf jeden Fall, ne? Ja. Vor Gebrauch waschen. Smell and marks will disappear after washing. Ob ich das nur voll stinke oder so? Ja, auf jeden Fall sind das zwei Stück. Also ich nehme mal an, das ist eins für dich und eins für mich. Das klingt gut. Und die Größen? Ich glaube, das ist... Ich glaube, ich habe doch schon deinen Fitness-Trip beachtet. Ach. Ja. Tatsächlich. Das ist meins und das ist deins. Vielen Dank. Alter! Alter, das kann ich dir nicht abgeben. Alter, hier sind noch richtig viel krasse Sachen drin. Okay. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen beschämt, dass der uns so eine krassen Sachen schickt. Ich meine... Geil. Aber ich sehe gerade, hier ist noch eine Fahne und Stickers. Auch von Kind. Ja, das ist ja wohl eindeutig. Das muss mit ihm zu tun haben auf jeden Fall. Ja. Also Leute, ich weiß jetzt nicht genau, ob es davon eine Seite gibt oder ich werde das herausfinden und in die Infobox packen. Hier nochmal Stickers. Die sind ja mega geil. Die haben ja auch für einen Ehrenplatz dafür. Fällt mir gut. Ah, hier steht's. Kitsune-performance.de. Das packen wir auf jeden Fall in die Infobox und du kannst ja einen kleinen Text da reinschmeißen. Also hier so ein Bänder so. Nicht? Doch. Also noch mehr. Ah, das Logo einmal selber. Krasse Scheiße, ey. Weil die fühlen sich echt gut an, gute Qualität. Ich sortiere es extra schon für die letzte Erklärung, weil drei kommen ja davon auf unseren Sticker-Kühlschrank. Ja. Und die anderen kommen in den... Wir haben einen neuen Bereich, den kannst du ja mal zeigen. Ja. Dann so, wo unsere Fangeschenke so reinkommen, wo die keinen Platz haben halt quasi. Genau. Oder so richtig keinen Platz finden. Das ist noch ein bisschen leer, also wenn ihr uns noch mehr schicken wollt, immer leer. Eine Flagge ist das tatsächlich. Wie gefällt dieser 90s Weiß-Stil, ne? Das ist dieses Vapor, ich nenne es jetzt einfach mal Vaporwave-Style. Da finden wir auf jeden Fall Platz für. Ja. Ich würde fast sagen, da. Da? Das müsste da eigentlich genau reinpassen. Ja. Ja. Wir werden euch das Fertigergebnis auch einblenden. Genau. Finde ich geil. Freut mich so. Sowas freut mich richtig krass. No. Noch mehr als ungesünder Fettenfraß. Duplo. Duplo. Das lässt sich gut aufteilen auf jeden Fall. Ja. Hat sogar 5-Minuten-Terrine, deutsche 5-Minuten-Terrine reingepackt. Kartoffelbrei mit Fleischklößen. Geil. Ja, Mann. Müsst du eigentlich fast mal Sharing gehen, damit man weiß, was Gutes. Wir können es sogar hier heiß machen. Stimmt. Ja, und eins hat nicht überlebt. Nudeln in Rahmsoße. Aber ich wollte jetzt mal fast behaupten, dass es eigentlich nicht schlimm, wenn das offen war. Nee. Das ist ja eh nur Pulver. Chemie. Geil. Ich würde fast sagen, ich möchte den Kartoffelbrei haben. Mir ist es egal. Dann nehme ich den Kartoffelbrei.
Oh, geil. Ricola. Das trifft sich gut, weil ich habe die ganze Zeit schon Halskratzprobleme. Ein Kratzen im Hals. Ein Kratzen im Hals. Muss man Daniel fragen, wenn man das nicht so unten ist. Ja. Wenn wir jetzt von der Wankelschweiz Obrist Mausefallen 4G63 2JZ. Du hast die RB26 vergessen. RB26 Garage Mausefallen? Haben wir die Mausefallen schon? Ja, hast du gerade den. Okay, werden wir denn Ärger kriegen. Oder auch nicht. Und nochmal Kräuter Original. Ich glaube, Memo mag das auch. Da muss man mal fragen, was er da gerne von haben möchte. Also eins würde ich abtreten, dann könnt ihr euch das beide aufteilen. Ja, okay. Ein Christstollen. Okay. Den letzten hatte ich, dann würde ich sagen, den für Memo reservieren. Und der hat letztes Mal auch schon zwei bekommen wieder. Ach so. Dann werde ich mal Sharon fragen, vielleicht mag die das. Ansonsten kann ich Memo gerne wieder haben, wenn er möchte. Also ich bin ja raus, ich mag das ja sowieso nicht. Ach du Scheiße! Boah! Alter! Das ist ja richtig geil! Ich wusste gar nicht, dass es in Dosen gibt. Ich wusste das auch nicht. Ah, er kommt ja aus Bayern. Also vielleicht haben die das halt nur da. Das kann sein. Zubereitung zum Kaltessen. Dose auf und Rinnenkorb. Tatsächlich. Zum Warmessen. Quasi dasselbe, bloß dass man es warm macht. Alter, das wird natürlich jetzt eine Schlägerei geben. Nee, wir werden schon eine Lösung irgendwie finden, die für alle verträglich ist. Aus was ist ein Leberkäse eigentlich gemacht? Schwein. Geil, denn jetzt Memo schon mal raus. Oh. Ja, Mann. Alter. Also, Patrick toppt echt alles mit diesem Karton. Das steht mal fest. Alter, das können wir gar nicht wieder gut machen, ey. Es ist ja nicht nur, dass er einen übelst geilen Fraß reinschmeißt, so wie, also, ich kenne keinen, der Meeresfisch den nicht geil findet. Das ist richtig. Oder kenne ich jemanden, der wird darüber herfallen, wenn wir nicht aufpassen. Alter, seit wann haben die da so einen Nutri-Score unten? Das ist jetzt neu. E steht für extravagant, oder? Genau. Nicht nur, dass das Fressen richtig geil ist, sondern die T-Shirts und die Fahne, das Sticker. Ja, Mann. Also, gerne mehr davon. Viel mehr davon. Oh, ich hab was, das wird dir gefallen, Fritz. Boah, Alter. Ja, ich weiß, dass du die liebst. Spritze mir direkt in die Vene. Ich wüsste, wie ich dich richtig traurig machen kann. Wenn ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, du musst anfangen zu weinen. Aber nur ein bisschen. So eine einsame Träne der Verzweiflung. Ja. Mannerschnitten. Alter, das wird nicht einfach, diesmal das aufzuteilen. Ja, das ist richtig. Normalerweise finden wir da eigentlich immer eine gute Lösung für, aber. Oh, Wahnsinn. Süßer Senf. Zum Leberkäse. Und das ist sogar der gute von Händelmeier. Den kaufen meine Eltern auch immer für Weichwurst. Ja, naja. Ja, dann müssen wir den ja wohl so fressen, direkt hier, wa? Ja. Das ist alles nichts. Haribos! Mix, ja. Brauchen wir nicht weiter drüber reden, wer die bekommt. Du natürlich. Ich? Nein. Das kriegt auf jeden Fall Memo, weil der liebt die Dinger. Ja. In diesen Lebkuchen, das mit diesem Oblat hinten dran. Vor allem, das ist wieder so ein Mix mit allen Sorten. Echt geile Sachen in Bayern, ne? Alter, der Tisch wird langsam voll hier. Wahnsinn. Und wir sind noch nicht am Ende. Aber jetzt wird's. Jetzt gehen wir wirklich schnell durchgang. Rittersport, Marzipan. Da bin ich raus. Dafür wäre ich hier wieder drin. Vollnuss, weiß. Ja. Milka Oreo. Ja. Milka. Oh, geil. Milka Schokokeks. Okay. Und Jogurette. Ach, Claudi ist noch nicht da. Claudi ist noch nicht da. Herzerklärung, Fritz, seine Frau, die, früher war das so, wenn ich, wenn wir uns, also wir hatten ja so einen Sammeltreffpunkt, Ort, der nannte sich die Fräse und da haben wir halt immer alle abgehangen
Und wenn ich gesagt habe, ich rauche jetzt eine oder Stockzeit oder jemand anders, dann hat Claudi, die halt nicht Raucherin ist, zur Jogurette gegriffen. Das ist, ja, ist halt witzig, deswegen war halt ein Insider, ne? Ja, damit sind wir durch. Krass, Alter, das ist das geilste Fanpaket, was wir bis jetzt hatten. Muss ich wirklich so sagen. Also, nicht, dass die anderen schlecht sind. Ganz und gar nicht. Wir freuen uns über jedes. Aber das ist so ein bisschen, weil nicht nur, dass so krasse Sachen drin sind wie Leberkäse. Ich meine, es steht ja immer, Käse und Wurst ist verboten, aber in abgepackten Sachen und Dosen ist es erlaubt tatsächlich. Okay. Dann diese Sticker von seiner, ich weiß nicht, ob es seine Marke ist, aber es ist wegen Game X7 sieht es verdammt danach aus. Denn die T-Shirts und eine Fahne, also ich. Geil, vielen Dank, Patrick, wirklich. Also, ich weiß echt gar nicht, wie wir das gut machen sollen. Er meinte, er schickt uns ein Überlebenspaket, aber das ist ja schon ein Verwöhnpaket. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Luxus. Ja, ich würde sagen, wir versuchen die Sachen jetzt hier fair aufzuteilen. Und werden über den Rest herfallen. Genau. Und ja, mehr haben wir diesmal auch leider gar nicht. Außer halt jetzt noch die paar Einspieler, die Fritze noch macht. Nächstes Mal beim Video ist dann auch unser Spezialgast angekommen. Ja, stimmt. Der sollte am 14. kommen, bis 14. Oh. Das heißt, seid gespannt auf nächstes Mal und für vorerst liken, teilen, abonnieren. Euer Sumo-Team.